Hallo und recht herzlich willkommen zurück zu NHL 22 Hockey Ultimate Team. Ja, wir stellen heute die Reihen ein bisschen um. Das heißt auch, wir werden hier... Das lassen wir mal. Wir stellen jetzt hier erstmal um. McKinnon bleibt vorne. Hejduk, die Reihe bleibt auch. Das heißt aber, dass Killorn vom Rating her in die erste Reihe darf. Wobei ist doch, das passt schon. Siegers Reihe 3, Panarin, doch das, dass er Rechtshänder ist, letzte Reihe. Barkov wechselt kurz mit 3 Seitel. Nee, was mache ich denn da? 3 Seitel. Bleibt Reihe 3. Aber Barkov wechselt ganz nach vorne. Und zwar hat Barkov 98 Bullies. Du hast 99 Bullies. 96 Bullies. Und der junge Mann hier hat 93 Bullies. Das bedeutet, die Reihe bleibt auch gleich. Ovechkin und Laine, da ändert sich auch nicht viel. Nee, lass mal 3 Seitel vorne spielen. Aus dem einfachen Grund, Barkov spielt alle Special Units. Und dann ist es nicht schlecht, wenn er ein bisschen weiter hinten spielt und dann mehr Power hat. Killorn macht das zum Beispiel nicht, McKinnon zwar schon, die Reihe auch. Aber das ist jetzt nicht schlecht, wie wir das da hinten, glaube ich, gelöst haben. Mal schauen, wie es funktioniert. Da können wir nichts ändern. Drysdale bleibt da auch drin. Die passt auch. Viermal Powerplay passt auch aus meiner Sicht. Penalty Kill ist auch in Ordnung. Panarin und Barkov ist vollkommen okay. Dreimann Penalty Kill, dreimann Overtime. McKinnon mit Seagrass tauschen. Das klingt böse. Ich kann das nicht. Muss McDavid jetzt rein. Noch die Besten der Besten. Genau. Im Endeffekt gleicht sich das wieder aus. Panarin, 3 Seitel zusammen. Shootout. Zusätzlich Angreifer, Torhüter. Chefcoach. Speichern Fähigkeitenpunkte. Seagrass braucht da hinten jetzt nicht unbedingt einen Kreisel. Das gibt uns nämlich 8 freie Punkte. Das bleibt an. Guck mal, Außerkorn ist Vorbild für Barkov. Kein Wettkampf. Der kann man schick schon aktivieren. Das hat keiner, wenn nur noch einen, gell? Doch, Ovechkin, kein Wettkampf. Shutdown noch gehabt. Was ist für keine höhere Schlägerspannung und Stärke bei Pickups und dürfen mehr Puckeroberungen? Okay. Speichern. Dann öffnen wir das Menü jetzt nochmal. Dann sehen wir es gleich, was sich geändert hat hier. Da ist nämlich jetzt Barkov drin. Außerkorn ist Vorbild. Leichte Arbeit, präziser Pass, kein Wettkampf, schneller Pick, Außerkorn ist Vorbild, schick schon, schneller Pick. Und das heißt, wir haben jetzt 8 Spieler hier, die was aktiviert haben, über alle Reihen verteilt. Das ist okay. Genau, jetzt probieren wir es einfach mal so. Vampir ist natürlich die letzte Reihe die schlechteste. Aber das probieren wir jetzt auch mal. 3 Seitel, McKinnon, Killorn. McDavid, Hejduk, die lassen wir zusammen. Ovechkin, Barkov, Seagrass ist eine komplett neu zusammengewürfelte. Die ist komplett neu zusammengewürfelt. Und die mehr oder weniger auch so halbwegs zumindest. Okay, gut. So probieren wir es. Taktik lassen wir mal genauso. Schauen wir mal, wie das funktioniert. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Sagt Ciao und V. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ein Spiel haben wir noch. Und
dann schauen wir einfach mal. Mehr schief gehen kann es nicht. Bis dahin, Tschüssikowski.